Anna Kournikova und Enrique Iglesias, sie ist die Liebe meines Lebens. Shkurt Ladibug. Die russische Tennisschönheit Anna Kournikova und der spanische Sänger Enrique Iglesias führen seit mehr als 15 Jahren eine skandalfreie Beziehung. Jetzt sind sie Eltern geworden. Ihre außergewöhnliche Love-Story? Die in Moskau geborene ehemalige Profi-Tennisspielerin, bis 2003, Anna Kournikova, 36, und der madrilenische Sänger Enrique Iglesias, 42, Ramos, sind seit Ende 2001 ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich beim Dreh zum Musikvideo seines Hits Escape 2002. Mehr als 15 gemeinsame und vor allem überraschend skandalfreie Jahre sind inzwischen ins Feld gezogen. Doch mit Hochzeit und Familiengründung wollten die beiden sich offenbar Zeit lassen. Bis jetzt. Denn nun krönen die am Wochenende geborenen Zwillinge Nicolas und Lucky eine große Liebesgeschichte. Dass sie es sogar schafften, eine Zwillingsschwangerschaft geheim zu halten, liegt sicherlich daran, dass gemeinsame Auftritte des Promi-Paares in der Öffentlichkeit generell sehr selten sind. Von Vorteil zum Schutz der Privatsphäre könnte aber wohl auch sein, dass sich die beiden Miami in Florida als Lebensmittelpunkt ausgesucht haben, also weit weg von den Promi- und Paparazzi-Hotspots New York und Los Angeles. Sie ist die Liebe meines Lebens. Dass es Anna Kournikova und Enrique Iglesias schon so lange miteinander aushalten, bezeichnete der Künstler im Interview mit Spot On im vergangenen Jahr als Glück. Wir respektieren uns, wir lieben uns und wir verstehen uns, sagte er. Er gab aber auch zu, dass sogar dieses Traumpaar durch Höhen und Tiefen gehe, wie jeder andere auch. Beziehungen können harte Arbeit sein. Manchmal schaffst du es, manchmal nicht. Wir haben Glück gehabt und die schweren Zeiten immer überstanden und die guten dagegen umso mehr genossen, fasste der Musiker die russisch-spanische Love-Story zusammen. Inzwischen sind sie eine richtige Familie, und da dürfte sich doch einiges an seiner Einschätzung geändert haben. Im vergangenen Jahr scherzte der Frauenschwarm zwar noch auf die Frage, ob Anna die Liebe seines Lebens sei, jetzt würde ich zu 100% ja sagen. Aber ich werde diese Frage erst dann wirklich beantworten können, wenn ich 90 Jahre alt bin. Aber ich will es bejahen, nachher liest sie dieses Interview noch. Doch dann schob er hinterher, ich meine das ehrlich. Sie ist die Liebe meines Lebens. Großer Kinderwunsch. Dass sein Kinderwunsch groß war, daraus machte er allerdings keinen Hehl, ich würde sehr gerne Kinder haben. Noch ist zwar nichts geplant, orakelte er im Juli 2016 noch. Der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Doch jetzt müssen seine Fans wohl stark sein, denn auf die Frage, was er als Vater anderes machen würde als sein eigener Vater, Sänger Julio Iglesias, 74, sagte Enrique, sollte ich Vater werden, würde ich natürlich etwas mehr zu Hause sein und weniger reisen wollen. Hoffentlich kann ich einmal ebenso verantwortungsvoll und respektvoll sein wie meine Eltern. Darum darf er sich nun bemühen.